bricht an über der Talsperre Malta. Die Sonne schickt ihre ersten Strahlen über die Hügel. Langsam erwacht die Natur. Ein erfrischendes Bad am frühen Morgen. Kann ein Tag schöner beginnen? Die Pension von Annette Walter. Der Duft von frischen Brötchen und Kaffee zieht durch das über 200 Jahre alte Bauernhaus. Annette Walter ist immer früh auf den Beinen, ist persönlich für ihre Gäste da. Sie liebt die entspannte Stimmung am Morgen, jeden Tag aufs Neue. Wir sind hier in einer landschaftlich sehr schönen Gegend, zu jeder Jahreszeit schönen Gegend. Egal ob im Frühjahr oder im Herbst, man macht das Fenster auf, die Vögel zwitschern, eine Ruhe, es ist erholsam. Es ist einfach eine ganz entspannte Atmosphäre am frühen Morgen. Die Pension ist eine von vielen Übernachtungsmöglichkeiten rund um die Talsperre. Hotels, Ferienwohnungen, Pensionen, ein Zuhause auf Zeit. Die Gäste sollen sich wohlfühlen, ein schönes Miteinander, das Ziel von Annette Walter. Und dafür ist sie immer für ihre Gäste da, auch wenn es um die Planung der Ausflüge geht. Die Talsperre ist idealer Ausgangspunkt für Erlebnisse in der Region, zwischen Dresden, Meißen, der Sächsischen Schweiz, dem Osterzgebirge und Tschechien. Wenn man in der Region war, auch einen Bezug zu den Menschen bekommen hat, dann schätzt man viele Dinge ganz anders ein, kann man auch ein Stück von unserer Heimatliebe mit nach Hause nehmen, dass unsere Gäste ein Stück von unserer Heimatliebe mit nach Hause nehmen. Jawohl, das ist mir wichtig. Start in einen Tag voller Möglichkeiten. Die Urlaubsregion Talsperre Malta ist ein Erholungsgebiet mit Tradition. Eingebettet in die sanfte Hügellandschaft zwischen Dresden und Freiberg. Seit dem Bau der Talsperre 1913 zieht sie Wasserfreunde an. Drei Bäder schmiegen sich ans unverbaute, naturbelassene Ufer. In Malta, Seifersdorf und Paulsdorf. Frisches, sauberes Wasser, klare Luft, herzliche Menschen, viel Natur. Genau die richtigen Zutaten für Erholung. Die Region Dresden wirbt ja mit dem Slogan Excellence for Business. Also kann man sehr gute Geschäfte machen. Aber wir alle wissen ja, wenn man gute Geschäfte machen will, dann muss man aber auch irgendwann mal sich relaxen, erholen. Ein bisschen Wellness gehört dazu, die Seele baumeln lassen. Und deswegen haben wir ja unseren Slogan Talsperre Malta mit großer Kreisstadt. Die Boldeswolde, wir sagen, das ist Talsperre Malta, Freizeit aktiv erleben. Und rein ins feuchte Vergnügen. Wer es aktiv mag, ist hier genau richtig, kann sich im Wasser ordentlich austoben. Oder mal wieder richtig baggern und schmettern, natürlich auf dem Beachvolleyballplatz. Wer es ruhiger angehen will, leiht sich ein Ruderboot aus, segelt oder angelt, genießt die Beschaulichkeit auf dem Wasser. Der schönste Panoramablick auf die Talsperre. Eine kleine Oase des guten Geschmacks. Schindlers Restaurant Strandperle in Seifersdorf. Nur ein Beispiel für die vielfältige Gastronomie an der Malta. Denn hier wird jedes Bedürfnis bedient. Vom kleinen Imbiss bis zum internationalen Restaurant. Herr am Herd der Strandperle ist Matthias Schindler. Seinen Gästen tischt er jede Art von Gaumenfreuden auf. Von der gutbürgerlichen Küche bis zu Feinschmeckergerichten. Die Zutaten für die Leckereien bezieht Matthias Schindler aus der Region. Forellen, Wild, Gänse, Rind, Gemüse, Eier. Die Kräuter aus dem Garten vorm Haus. Absolute Frische, kurze Wege. Ich brauche nie weit vorn, um das einzutragen. Wenn ich es brauche, schneide ich es ab. Zum Beispiel beim Kraut. Das Optimum, da kommt das ganze Aroma kommt raus. Lachsforellenstrudel auf Basilikumpesto mit kleinem Salatbouquet. Wer bekäme bei diesem Anblick keinen Appetit? Zeit zum Genießen. Hier speisen alle Sinne mit. Und Matthias Schindler in seiner Küche freut sich, wenn Gäste genügend Muße mitbringen, ein gutes Essen zu erkunden. Und wer will, kann dem Chefkoch selbst einmal in die Töpfe schauen, einen gemütlichen Abend am Herd buchen. Denn Matthias Schindler ist Koch aus Leidenschaft. Also Kochen ist eigentlich mal ein und alles. Also ich
könnte mir nichts anderes vorstellen. Ich bin nun seit 1970 in der Küche und stressig, manchmal ganz stressig, und es macht immer noch Spaß. Und ich freue mich immer wieder, wenn uns was Neues einfällt, wenn wir was Neues machen können oder wenn ein Gast einen besonderen Wunsch an uns anträgt. Wie jetzt am Wochenende sollen wir eine Torte backen in Form eines Schiffes. Das mobilisiert uns, das spornt uns an und das macht uns Mut und so geht's weiter. Apropos Torten, die sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Vom Kleckselkuchen bis zur Pfirsich-Schoko-Sahnetorte wird alles selbst gemacht. Da tanzen die Geschmacksnerven vor Freude. Auf so viel leibliche Genüsse tut Bewegung gut. Gleich neben dem Bahnhof der Weißeritztalbahn, die Freital mit Diepoldiswalde verbindet, können sich die Gäste ein Fahrrad ausleihen. Ganz unkompliziert kann man von hier aus die Region um die Talsperre für einen oder mehrere Tage mit dem Drahtesel erkunden. Wer lieber auf Pferdestärken setzt, kann sich auch eine Kutsche bestellen. Wie man sieht, Kremserfahrten sind bei Jung und Alt beliebt. Die Umgebung mit Rabenauer Grund und Diepoldiswalde Heide lädt geradezu zu ausgedehnten Spaziergängen und Wanderungen ein. Die Heide, ein durchaus mystischer Ort, denn in alten Zeiten war hier Diepold zu Hause. Heute empfängt er die Besucher im benachbarten Diepoldiswalde. Liebe Gäste, Diepold, der Namenspatron der Stadt Diepoldiswalde, heißt Sie recht herzlich willkommen. Diepold lebte vor ca. 1000 Jahren hier in dieser damals waldreichen Gegend als Eremit und führte ein heiliges Leben. Und damit geht's auf zu einer kleinen Stadtführung durch das Städtchen, dessen Wurzeln bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen. Mit Geschichte und Geschichten, zum Beispiel über den Schuhbrunnen. Große und kleine Schuhe aus Bronze erinnern daran, dass in früheren Jahrhunderten hier die Schuhmacher ihre Waren anboten. Silberbergbau, Handwerk und Verwaltungsämter brachten Wohlstand in die Kleinstadt. Heute zeugen noch die prächtigen Bürgerhäuser davon, liebevoll und mit Respekt vor der alten Bausubstanz saniert. Einkaufsbummel, Museen, ein Kulturzentrum, Bibliothek und Kino. In der großen Kreisstadt Diepoldiswalde kann man viel erleben. Und ab Dezember 2008 gibt's eine weitere Attraktion. Dann fährt sie wieder. Deutschlands dienstälteste Schmalspurbahn, die Weißeritztalbahn. Ich denke, eine Kleinbahn, insbesondere eine dampfbetriebene Bahn, das ist natürlich das Reizvolle, die Dampflok zu sehen, zu hören, das Schnaufen, wenn sie durch das wilde Tal des Rabenauer Grundes dampft. Ja, das ist einfach sehr attraktiv zu sehen und zu hören. Das Erholungsgebiet Talsperre Malte hat nicht nur im Sommer viel zu bieten, sondern zu jeder Jahreszeit. Das Erlebnisbad lockt mit Badespaß und Wellness. Schwimm- und Erlebnisbecken, Sprudel, Massagedüsen und Duschen sorgen für Abwechslung. In der kalten Jahreszeit bereiten vor allem Massagen und die Sauna Wohlbefinden. Und wer Lust hat, kann sich direkt in der Malte abkühlen. Der Sportpark in Diepoldiswalde lässt ebenfalls kaum Wünsche offen. Vom Mannschaftsspiel über Fitness, Kegeln bis zum Vereinssport gibt die moderne Anlage viel Raum fürs Aktivsein. Ja, Sie können Skifahren oben in dem Wintersportgebiet in Altenberg. Ist ja auch ziemlich bekannt, nicht nur wegen der Bobbahn, sondern auch mit vielen sportiven Ereignissen. Ja, und dann haben wir natürlich selber auch ja noch den Sportpark. Und im Sportpark gibt es natürlich gerade im Winterhalbjahr hochkarätige Sportveranstaltung, ob das unser internationales Diepold-Volleyball-Turnier ist. Und dann ist es natürlich, darf man auch nicht vergessen, Heimspielstätte vieler Vereine von der Kreisklasse bis zur zweiten Bundesliga. Auch Camping ist das ganze Jahr über an der Talsperre möglich. Zugegeben, hier im Winter sein Zelt aufzuschlagen, ist nur etwas für die ganz Harten. Doch Campingliebhaber können sich kaum was Schöneres vorstellen, als im Sommer die lauen Nächte zu genießen. Bei einem guten Glas Wein mit Freunden und Familie. Dauercamper, Jugendliche, Familien oder Wohnmobilbesitzer. Hier findet sich für jeden ein idyllisches Plätzchen.
Der Abend senkt sich über die Malta. Genau der richtige Rahmen für ein exklusives Essen. Ein Candlelight-Dinner mit Blick auf die Talsperre. Für feine Speisen und das richtige Ambiente direkt am Strand sorgt Schindlers Restaurant. Und für die Gäste heißt es, einfach nur genießen. Ein einmaliges Erlebnis für einen besonderen Anlass. Die Sachsen feiern gern und das ist an der Talsperre Malta nicht anders. Gemütlich beisammen sitzen, bei zünftiger Musik, kühlem Bier und heißer Wurst. Im Festkalender von Diepoldiswalde und der Talsperre gibt es das ganze Jahr über Höhepunkte, die man sich merken sollte. Ja, was man sich sicherlich merken sollte, ist immer das dritte Wochenende im Juli. Da steht dann immer die Malta in Flammen. Ein sehr romantisches Ereignis, wo dann Feuer, Wasser, Licht zusammenspielen, sollte man sich überraschen lassen. Dann haben wir immer zwischen den Jahren, ist dann rund in und um dem Erlebnisbad, haben wir Punschtreff mit Wintergrillen. Und dann ist immer Anfang Dezember in Dips der Weihnachtsmarkt. Und Ende Juni, das letzte Wochenende im Juni, hat Dips auch immer das Stadtfest. Die Malta in Flammen. Farbenfroh, romantisch. Ein Abend, den die Urlaubsgäste wohl so schnell nicht vergessen werden. Und das wäre der schönste Lohn für die Menschen, die für ihre Besucher alles geben. Hier hat man das Herz am rechten Fleck. Auf Wiedersehen an der Talsperre Malta. Freizeit aktiv erleben.